Als ich noch jung war, hatte ich oft das Gefühl, dass mein Großvater versuchte, mir Dinge beizubringen, die ich nicht verstehen wollte. Seine Ratschläge erschienen mir langweilig und ich wollte lieber sorglose Spiele spielen, anstatt mich mit den Herausforderungen des Lebens auseinanderzusetzen. Doch erst viele Jahre später, nach seinem Tod und als ich selbst die Härte der Realität erfahren musste, wurde mir klar, wie wertvoll seine Worte waren. Mein Großvater, ein weiser Mann, den die ganze Stadt respektierte, hinterließ mir in seinem Tagebuch wichtige Lebensweisheiten, die ich erst spät zu schätzen lernte. Er sagte mir oft, dass das Leben wie ein Buch sei, mit traurigen und glücklichen Kapiteln, die alle dazu beitragen, die vollständige Geschichte zu formen. Ein gutes Lachen und ein ruhiger Schlaf sind die beiden besten Heilmittel für alles. Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du. Vergebung ist nicht für jemand anderen, sondern für deinen inneren Frieden. Manchmal werden wir nicht auf die Probe gestellt, um unsere Schwächen zu zeigen, sondern um unsere Stärken zu entdecken. Je ruhiger du bist, desto klarer ist dein Denken. Lerne einige grundlegende Gerichte zu kochen. Das ist eine wertvolle Lebensfertigkeit. Geduld ist eine Macht. Manchmal musst du etwas Gutes aufgeben, um Platz für etwas Besseres zu schaffen. Toleriere niemals Respektlosigkeit. Hör mehr zu, als du sprichst, denn Weisheit kommt oft aus der Stille. Erstelle und halte dich an ein persönliches Budget. Was andere über dich denken, geht dich nichts an. Freundlichkeit ist eine Sprache, die Taube hören können und Blinde sehen können. Sorgen sind wie Schaukeln in einem Stuhl. Sie geben dir das Gefühl, beschäftigt zu sein, bringen dich aber nicht weiter. Du kannst das nächste Kapitel deines Lebens nicht beginnen, wenn du das letzte immer wieder liest. Die beste Aussicht kommt nach der schwierigsten Anstrengung. Mut brüllt nicht immer. Manchmal ist es die leise Stimme am Ende des Tages, die sagt, dass ich es morgen wieder versuchen werde. Verliere deinen Sinn für Humor nicht. Lachen ist die beste Medizin für die Seele. Du wirst nie einen Regenbogen finden, wenn du nach unten schaust. Bezahle immer deine Kreditkartenschulden, das wird zukünftige Probleme vermeiden. Die beste Rache ist großer Erfolg. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Das Herz, das teilt, ist das Herz, das sich füllt. Harte Zeiten dauern nicht, aber starke Menschen schon. Die wertvollste Währung ist nicht Geld, sondern Zeit. Gib sie weise aus. Ein Schiff ist im Hafen sicher, aber dafür sind Schiffe nicht gemacht. Wie du andere behandelst, spiegelt wieder, wer du bist. Es geht nicht darum, zu haben, was du willst, sondern zu wollen, was du hast. Warte nicht auf den perfekten Moment, mach ihn perfekt. Glaube an dich selbst und der Rest wird sich fügen. Zögere nicht, Risiken einzugehen und neue Erfahrungen zu sammeln. Denn das Leben ist zu kurz, um immer in der Komfortzone zu bleiben. Übernimm Verantwortung für deine Handlungen, denn das zeigt Reife. Denke daran, dass ein schlechter Tag nicht ein schlechtes Leben definiert. Atme tief durch und gehe weiter. Verzögere keine Handlungen, indem du sagst, irgendwann, wenn du etwas jetzt tun kannst, denn die Zukunft ist unsicher. Wohltätigkeit durch kleine Taten kann einen großen Unterschied im Leben der Menschen machen. Bedenke, dass Fehler ein Teil des Schaffensprozesses sind. Du kannst die Richtung nicht kontrollieren, aber du kannst die Segel setzen, um deine Ziele zu erreichen. Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung. Also akzeptiere sie und wachse mit ihr. Sei dankbar und höflich, denn Höflichkeit ist eine wichtige Tugend. Lerne aus der Vergangenheit, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Befreie dich von der Last der Erwartungen. Es ist besser, allein zu sein, als in schlechter Gesellschaft. Lass die Angst vor dem, was du nicht tun kannst, dich nicht daran hindern, das zu tun, was möglich ist. Selbstvertrauen gewinnen bedeutet, deine Ängste zu überwinden. Denke daran, dass Ausdauer oft stärker ist als rohe Gewalt.
Erfolg kommt nicht sofort. Es erfordert kontinuierliche Anstrengung. Konzentriere dich auf die Gegenwart, um Glück zu finden. Denn das Aufschieben von Freude garantiert keine bessere Zukunft. Erwarte keine Gegenleistung für gute Taten. Schau zurück, um deinen Fortschritt zu messen. Halte einen positiven Geist und vermeide Zweifel, denn Zweifel kann die Verwirklichung von Träumen verhindern. Denke daran, dass Druck und Widerstand oft etwas Wertvolles formen, wie Diamanten. Wenn du müde bist, lerne dich auszuruhen, nicht aufzugeben. Lass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft trüben. Verschiebe die Freude nicht im Namen der Zukunft, denn morgen ist unsicher. Der erste Schritt zum Erfolg ist zu entscheiden, nicht dort zu bleiben, wo du bist. Vermeide oberflächliche Beziehungen und konzentriere dich auf dein persönliches Wachstum. Halte deinen Kopf hoch und blicke der Welt ins Gesicht. Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich, wenn niemand hinschaut. Du musst nicht jede Diskussion gewinnen. Sei bereit, unterschiedlicher Meinung zu sein. Schätze die Zeit mit Älteren, denn ihre Weisheit ist unbezahlbar. Zögere nicht, diese Lektionen mit anderen zu teilen. Abonniere den Kanal, gib einen Daumen hoch und kommentiere, damit dieses Video mehr Menschen erreicht. Bis zum nächsten Mal.